Trotz der Hitze im Studio sind wir wieder voller Elan und Tatendrang. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wissen. Wir beantworten Ihre technischen Fragen. Genau, das macht der Christian. Ich lese sie vor. Und vorher möchte ich dich allerdings fragen, ob dir irgendwas auffällt an mir. Du siehst anders aus als das letzte Mal. Wo? Und seit du 29 geworden bist. So, das hätte ich nicht sagen dürfen, das weiß ich auch. Okay, es ist dir nicht aufgefallen. Ich bin größer geworden. Ich habe heute ausnahmsweise mal hohe Schuhe an, die man natürlich im Fernsehen nicht sieht, aber nur zu Ihrer Info, er ist nicht kleiner geworden, sondern ich habe nachgeholfen. Danke. Also das war... Da habe ich Angst vor gehabt. Ja, genau. Leg mal los. Ja. Gerhard Duderstedt möchte mehr über die Symbolraten wissen. Wertes Tech-Time-Team, mit meiner DISEC-Anlage empfange ich Satelliten von 52 Grad Ost bis 30 Grad West und staune immer wieder über die verschiedensten Symbolraten zwischen 1000 und 30.000. Besteht eventuell ein Zusammenhang zwischen Bildqualität oder Transponderkosten? Denn oft haben exotische Sender sehr niedrige Symbolraten. Mhm. Das ist genau richtig, das haben Sie auch gut beobachtet. Also ein Teil dieser Sender mit der niedrigen Symbolrate 1000, 1200, das sind sogenannte Single Channel per Carrier Übertragungen. Das heißt, die sind nicht eingebunden in einen bestehenden Kanal mit anderen schön zusammen, sondern schwimmen so einzeln auf dem Satellit. Das Ganze hat mit Kostengründen zu tun. Je geringer die Bandbreite, desto billiger ist es zu senden. Allerdings lässt auch bei geringer Bandbreite die Qualität bis erheblich nach. Also wir haben 2005 mal begonnen auf Hotbird bei Challenger TV. Und das war eine Bandbreite dann von 800K. Sie können sich kaum vorstellen, wie das dann ausgesehen hat. Die Fehlfarben waren toll da drin. Zweitens ist das Bild dann immer so in Blöcke aufgelöst worden. Das war dann ziemlich grausam, die Geschichte. Und das wäre bei 800K, ist aber dementsprechend billig. Also wer Wert legt auf viel Bandbreite, HD, TV zum Beispiel, der nimmt extrem hohe Bandbreiten. Der liebe Zuschauer Mike hat eine interessante Überschrift gewählt. Mhm. DVB-T2, digitale Grenzen und der allgemeine Wahnsinn. Hat er nicht Unrecht. Bisher empfing ich DVB-T aus Österreich mit einer selbstgebauten LPDA. Durch einen Umzug bin ich aus der Empfangsreichweite der Antenne gerutscht und müsste eine etwas stärkere Version der Antenne bauen. Nachdem jetzt aber DVB-T2 gestartet ist und Gerüchte im Umlauf sind, dass der ORF seine Programme über T2 verschlüsseln wird, lohnt es sich überhaupt noch, eine Antenne des Nachbarlandes anzupeilen? Oder sind die digitalen Grenzen neu mit Verschlüsselungsmauern umzäunt? Das Letztere stimmt ganz genau. Also es ist ja nicht nur, dass die tatsächlich verschlüsseln, es geht auch noch darum, die nutzen einen anderen Standard. Also müssen sie so zwei Receiver davon zu Hause haben oder später war vielleicht ein Kombi-Receiver. Nein, hat auch keinen Sinn, denn sie sehen tatsächlich nichts. Das ist, wir haben es in der letzten Sendung schon mal angeführt, sowas ähnliches wie der Brexit, nur wir machen es jetzt hier alle, wir kapseln uns alle irgendwo ab. Um Gottes Willen, wegen irgendwelchen Rechten, darf unser Signal nicht über nationale Grenzen hinausgehen. Ist ein Wahnsinn, haben Sie genau richtig besprochen. Aber der Mike hat noch eine Zusatzfrage. Ja? Wie geht's eigentlich in Chilis, unserer Pflanze? Die ist gediehen, soweit ich weiß. Ich bin ja nicht der Pflanzenkenner. Pass auf, wir zeigen mal die Pflanze und jetzt werden all Ihre Illusionen, die Sie je hatten, übers Fernsehen zerstört. Mhm. Denn wir haben eigentlich nicht diesen coolen Hintergrund, vor dem wir stehen. Wir stehen vor einem grünen, mega Bildschirm eigentlich. Eine grüne Wand. Und deswegen darf ich nie grüne Teile anziehen, weil ich sonst nämlich durchsichtig wäre. Was man vielleicht gerade an dieser Pflanze sehen kann, vielleicht ist sie gerade in diesem Moment für Sie durchsichtig. Aber wir können das Ganze einfach mal ausklacken und... Aha. Grün vor Grün. So sieht es aus in Wirklichkeit. Für mich sieht das Ding eher nach Hanf aus. Also gut, ich kann mich irren. Ich war ja nicht dabei bei der Aufzucht oder dem Ausbrüten. Aber guck mal, wie süß. Ach, so niedlich. Ja. Da sind schon zwei Chilis. Mir geht es um die Ernte, dass ich es endlich haben kann. Okay. Da warte ich jetzt ja Monate schon drauf. Und, also gut, ich hätte das Ding nicht so hoch bekommen. Das steht fest, bei mir wäre die verdorrt. Ich kaufe ja nur Pflanzen aus Plastik, nichts anderes. Die stauben zwar ein bisschen, aber... Sie wachsen, brauchen noch nicht gegossen werden. Verantwortlich dafür, dass das Ding mal überhaupt so weit gediehen ist, ist einmal
unser Tim, der versteckt sich da hinter der Kamera, der war zuständig für die Zeitrafferaufnahmen. Damit Sie mal wissen, wer der Tim eigentlich ist, schauen Sie, ich gehe da mal hin. Hallo. Und der andere ist der Vassilis, der hat sich noch weiter versteckt und da laufen wir nämlich jetzt auch ganz einfach mal hin. Und zwar, der war zuständig für das Gießen der Pflanze, sonst wäre die ja nicht so groß geworden. Jetzt haben wir mal gemeinsam einen weiten Weg durch die ganzen Räumlichkeiten, der diese Pflanze überhaupt erstmal zum Leben erweckt hat. Das ist der Vassilis, der jetzt vom Telefon wegläuft und vor der Kamera auch. Also er ist zuständig für diese Pflanze, dass dies überhaupt erlebt hat. Wie gesagt, bei mir wäre sie gestorben. Wir gehen zurück ins Studio, kommen an den ganzen Büros vorbei und hier sind wir dann wieder und landen wieder im Studio. Tür zu und da sind wir wieder. Und jetzt machen wir auch den Hintergrund wieder normal. Und bitte. Die liebe Nathalie hatte uns geschrieben. Mein Mann hat durch einen Unfall das Gehör fast komplett verloren. Er ist Musikliebhaber und vermisst das bisher Gehörte. Ich las mal etwas über Körperschall. Und auch Sie stellten mal einen Sessel vor, bei dem der Bass per Körperschall übertragen wurde. Ist man da jetzt schon weiter? Ja, was Sie gesehen haben, und zwar damals tatsächlich ein Sessel, der Sonic Chair, der nur den Bass per Körperschall überträgt. Das heißt, Sie sind hinten angelehnt, der Bass wird hierhin übertragen und wird dann wirklich auch für den, der nicht hören kann, als Bass dargestellt, einfach vom Gefühl her. Ja, man ist ein Stückchen weiter. Es gab bereits erste Erfolge mit dem sogenannten Soundshirt. Es gibt inzwischen auch eine Aufzeichnung, glaube ich, der Jugendsymphoniker oder der Jugendsymphoniker, die haben ein Stück Konzert aufgezeichnet und sie haben, das ist ein Anzug, ein Hemd ist das, ein längeres Hemd, das ziehen sie an, das ist vollgesteckt mit Sensoren, die nehmen den Sound auf und wandeln den dann im Körperschall um, sodass sie Höhen, Tiefen und Mitteltöne auch erleben können. Wir haben einen kleinen Film für Sie, schauen Sie es mal an. Music should be for everyone. Introducing the Sound Shirt, a wearable device that enables the deaf to experience a concert through touch sensations. After 6 months of development, we put it to the test. Microphones all over the stage cover the different types of instruments. A software converts the sound into data and sends it to the shirt, where 16 vibration motors pulsate with the intensity of the music. For example, the bass on the stomach and the violins along the arms. Several deaf people tested the shirt, and their reactions speak for themselves. Sound Shirt, now available at the Young Symphonic Orchestra of Hamburg. Reginald Kämmerer kommt jetzt mit dem Thema VPN daher und schreibt, der Zugang zu manchen Videoinhalten ist aufgrund der Länderbeschränkungen im Internet oft erschwert. Natürlich könnte ich das Problem über VPN lösen, doch die kostenlosen Dienste sind extrem langsam. Gibt es eine Lösung? Es gibt eine Hardwarelösung, es gibt diverse Softwarelösungen. Die Hardwarelösung wäre die anonyme Box V2 für 199 Euro. Die erledigt das alles für Sie, ist auch schnell genug. Die verfügen über eigene Server. Und die Softwarelösung wäre dann Phantom VPN von Avira. Kostet ungefähr 5 Euro im Monat. Man zahlt es allerdings jährlich. Ich glaube, jährlich kommt man dann auf 56 Euro. Als Preis. Und da haben Sie dann also keine Begrenzung, Sie können es unbegrenzt benutzen.
sind sehr schnell, das heißt, sie kann das Land auswählen, in dem sie ihre IP haben wollen. Sie werden damit verbunden, das kann ein bisschen dauern, aber dann läuft es sehr schnell und ist auch geeignet, um jetzt irgendwelche Streamingdienste aus dem Ausland zu empfangen. Dann gab es eine anonyme Einsendung. Der oder diejenige schreibt, hallo Dr. Disch, gibt es ein aktuelles Image, mit dem man die Dreambox DM7000S in ein Internetradio verwandeln kann, ohne sich durch diverse Foren und veraltete Post zu lesen? Habe im Netz leider nichts gefunden. Es wäre eine würdige Aufgabe für die gute alte Box. Ja, die können Sie haben, und zwar mit dem Webradio SSFS von Frank Selbig. Das gibt es als Plugin, das können Sie runterladen. Und dann haben Sie einen sehr gepflegten Bestand an Internetradios, der auch immer weiter gepflegt wird. Also es ist wirklich zu empfehlen. Das heißt noch einmal Webradio, geschrieben dann FS, sowie Frank Selbig. Klaus Hofer hat ein Empfangsproblem. Seit ca. 4 Wochen lässt sich im Kreis Konstanz das slowenische Fernsehen auf Eutelsat 16 Grad Osttransponder A1 nur noch gut mit einem 120 cm Spiegel empfangen, obwohl laut Lingsat bereits ein guter Empfang mit einem 50 cm Spiegel sein sollte. Woran liegt das? Na, 50 cm würde ich sagen, also 51 dB, da würde dann nicht viel übrig bleiben an Schlechtwetterreserve, fast gar nichts eigentlich. 60 cm gehen schon. Also ich habe mal nachgefragt, ein Kollege von uns, der wohnt am östlichen Bodensee, und bei dem geht es mit 60 cm. Das war ein Tag mit Schönwetter, Schlechtwetter weiß ich leider nicht. Sie sollten vielleicht auch mal die genaue Einstellung Ihrer Antenne probieren. Ich weiß nicht, wie groß Ihre Antenne ist. Sie sagen, Sie probieren es vielleicht mit 1,20, aber offensichtlich haben Sie eine kleinere, dass die vielleicht nicht richtig ausgerichtet ist. Ich habe es hier in München auch noch mal probiert. Es geht tatsächlich ohne Probleme. Bei der 90er Antenne habe ich noch so einen richtig schönen Überhang, der also auch für recht schlechtes Wetter noch den Empfang garantiert. Also Antenne noch mal nachschauen. Wenn es dann gar nicht anders geht, dann muss man halt ein bisschen aufrüsten. Wenn Sie 50 cm haben, würde ich eh aufrüsten. Herr lieber Zuschauer aus der Schweiz, grüezi wohl, schreibt der Renato Biele. Ich habe mich bald wundgetippt bei Google, denn ich suche für meinen neuen Flachbildschirm eine motorisierte TV-Wandhalterung. Es reicht mir, wenn ich diese mit einer Fernbedienung drehen kann. 45 Grad auf einer Seite reichen da schon aus. Nun kommt aber das Problem, es handelt sich um den Philips der 7000er-Serie mit stolzen 50 kg und 75 Zoll Diagonale. Wissen Sie, ob es einen Hersteller gibt, der eine solche TV-Wandhalterung herstellt oder in Planung hat? 50 Kilo. Ja, das ist schon, das muss ein Plasma sein, nehme ich mal an. Das ist schon wahnsinnig viel. Ich habe also wirklich auch gesucht, mich auch kaputt getippt, um was zu finden. Es gibt nichts, es gibt gar nichts. 50 Kilo ist schon mal das Gewicht. Das ist auch das erste, beim besten, den ich gefunden habe, war 45 Kilo und mit 120 Kilo sogar getestet. Allerdings nicht den Drehbereich, den Sie wünschen. Das ist nämlich dann die nächste Sperre, die da ist. Das ist der Drehbereich 45 Grad, schreiben Sie. Das macht keiner von denen, zumindest kein Motorgetriebener. Es gibt schon welche, die Sie per Hand einstellen können, die auch dieses Gewicht tragen können. Die haben allerdings dann keinen Motor. Ich würde Ihnen da raten, vielleicht nochmal, damit Sie alles auf einer Reihe haben, Amazon.de, da nochmal zu schauen, ob da was Passendes für Sie dabei ist. Aber leider, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und ich möchte an dieser Stelle noch ein Dankeschön an Renato sagen. Danke für das Kompliment. Sie und ich, wir wissen, was wir meinen. Danke. Die 20 Jahre bei uns? Du weißt es auch. Ich weiß es auch. Ich habe es extra nicht gesagt. Er hat es mir gesagt. Okay. Er hat sich aber verrechnet. Um das zu erreichen, was er meint, da müsstest du ja noch mal 20 Jahre bei uns bleiben. Jetzt versteht ja kein Mensch mehr, was wir meinen draußen. So. Nächste Frage, oder? Machen wir gleich weiter. Ja. Eine sehr, sehr kurze Frage von Andreas Hinrichs. Hallo, können Sie mir sagen, ob es schon einen Abschalttermin für UKW gibt? Nein, gibt es immer noch nicht. Also es ist in weiter Ferne, irgendwie 2025 wird gesagt, aber das wird auch schon wieder bezweifelt. Letztendlich muss auch der Konsument mitspielen. Wenn der DAB Plus nicht angenommen hat, dann wird es wahrscheinlich noch weiter nach hinten rausgeschoben. Dann hat das angenommen, dann halten die das vielleicht im Zeitplan. Also im Moment ist angedacht 2025.
Der liebe Kees aus den Niederlanden möchte senden. Er fragt oder er sagt, gibt es heute eine preisgünstige Möglichkeit, einen Transceiver auf SDR-Grundlage für DVB-S2 für den Bereich 950 bis 2100 MHz zu bauen? Er soll im ATV-Band genutzt werden. Mhm. Gibt es schon, und zwar, es gibt ein Projekt, das heißt LIME-SDR, das ist ein Stück Hardware, ist nämlich die Empfangsseite. Stellen Sie sich den Stick vor, den Sie ja schon kennen bei uns, oder wesentlich teurer den HEC-RF1. Dieser ist etwas kleiner, auch billiger, $299 soll er kosten. Den können Sie als Grundlage dafür hernehmen, und wenn Sie dann auf die Seite rtl-sdr.com gehen, dort oben rechts unter Suchfunktion Broadcasting DVB S2 eingeben, Broadcasting DVB S2 zu Neudeutsch, dann finden Sie auch die Softwarebeschreibung dazu, und das können Sie natürlich ohne großen Aufwand selber machen. Die einzige Investition, die Sie haben, ist dieses Geld, $299 für den LIME SDR. Michael Kern, der ärgert sich über schwache Radios via Satellit, denn er schreibt, ich habe eine Frage zum Empfang des SRG über Hotbird. Warum kommen die Radiosender des SRG und SRF Info mit wesentlich weniger Pegel bei mir an, als zum Beispiel Bloomberg TV oder die kodierten Programme SRF 1 und 2? Ich empfange Hotbird mit einer 80 cm Cat-Reihen-Antenne mit Cat-Reihen LNB an einem Stab HH100. Und sagt nicht, welchen Receiver er dazu benutzt. Das ist schon mal schlecht. Na gut, also einmal der Transponder 17 mit dem Radioprogramm, der ist etwas schwächer als der Transponder 123, obwohl sie beides der Widebeam sind. So, den Widebeam können Sie in ganz Europa mit gleicher Signalstärke eigentlich empfangen. Ein krasser Unterschied sollte da eigentlich nicht sein. Das Einzige ist, dass Ihr Receiver nicht richtig mitspielt und mit den schmalbandigen Radiosignalen vielleicht nicht ganz zurechtkommt. Und dann geht es halt runter bei der Qualitätsanzeige, aber auch bei der Signalstärke. Es kann sein, dass Ihre Antenne nicht richtig ausgerichtet ist, oder es ist ganz einfach der Receiver. Wenn Sie nochmal schreiben möchten, schreiben Sie einfach an wissen.tektem.tv und schicken Sie uns noch mal vielleicht eine Beschreibung Ihres Receivers dazu. Dann versuchen wir noch mal tiefer darauf einzugehen. Das war es auf jeden Fall, oder? Ich wiederhole noch mal die E-Mail-Adresse. wissen@tektime.tv. Richtig. Ich habe einen Punkt dazwischen gemacht. So was kommt vor bei diesen vielen Dingen, die wir im Kopf haben müssen. Ja, das stimmt. Und diese Adresse können Sie übrigens auch gleichzeitig nehmen, um uns technische Fragen zu stellen. Aber viel eleganter ist das natürlich über unsere Homepage. Da gibt es ein vorbereitetes Formular. Was haben wir noch? Ein Newsletter haben wir noch? Ja. Wo kann man den bestellen? Ja, bei dir. Bei mir nicht, aber über unsere Homepage kann man den bestellen. Kommt jeden Freitag. Und zwischendurch, wenn es aktuell ist, gibt es auch immer noch ein Newsletter. Und besuchen Sie uns doch bitte auf Facebook, liken Sie uns, diskutieren Sie mit und erfahren Sie, was wir tun, was wir nicht tun und so weiter. Als hättest du das schon mal gesagt. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich habe es jetzt langsam gelernt. Ne? So, hinzu müssen wir noch eine Neuerung einführen. Ach, das haben wir das letzte Mal allerdings auch schon gesagt. Sie können natürlich Ihre Fragen auch per Telefon stellen. Das heißt, dann kommen Sie ins Fernsehen, nicht mit dem Bild, aber eben mit Ihrer Stimme. Da ist ein Servicetelefon, die Nummer sehen Sie hier eingeblendet. Sie sprechen dort Ihre Frage langsam und deutlich auf. Wir bringen dann die Antwort und natürlich Ihre Frage, die wird eingespielt, hier anschließend in der Sendung. Probieren Sie es einfach mal aus, es macht Spaß. Ich freue mich drauf, auf Ihre Stimme und auf Ihre Fragen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht es gut. Rein LNB an einem Stab H. 100? Ja. Sorry.